Experten am Stammtisch. Dummgebabbel ist gleich. Das kannst du aber laut sagen. Willi, was hast du denn da verbucht dabei, lieber? Das ist mein Englisch-Dictionary. Englisch was? Oh, ich mach doch in der Volkshochschule einen Englischkurs. Aber Willi, für was brauchst du Englisch? Wir kriegen doch bald eine Opa-Mädel. Eine Opa-Mädel? Ja, eine Engländerin, die im Haushalt ein bisschen helfen tut. Ach, du riebst dir. Du meinst eine Au-pair-Mädel. Das sag ich ja schon die ganze Zeit. Auf jeden Fall muss ich mich mit der Frau ja unterhalten kennen. Das kann dann nicht mehr richtig Deutsch und will Englisch lernen. Das kannst du aber laut sagen. Ich kann dann nicht mehr richtig Deutsch. Alvin, da ist Buch, hopp her mich mal ab. Hallo, hopp. Wie heißt Fenster? Window. Ja, weiter. Kühlschrank. Oh, das ist schwer. Warte mal, ja. Refrigerator. Jawohl, auch richtig. Jetzt warten wir mal. Warte mal, was Schweres. Edelstahl, Zylinderkopfdichtung. Was? Das haben wir noch nicht gelernt. War doch nur ein Spaß. Tim Fischer. Alvin, ich hab gerade eine Frage zwischendurch. Klappt das mag auch, wenn wir Bowling spielen? Ja, das können wir. Yes, we can. Was? Yes, we can. Hä? Ah, du hast doch eben gefragt. Ja, das können wir. Ja und? Ah, du Schlafkopf, das heißt auf Englisch halt, yes, we can. Ach so, da gibt's in dem Buch aber wichtige Wörter, die man jeden Tag brauchen tut. Oh, guck halt mal, Trollschoppen. Moment, Troll, Trollinger? Oh ja, nee, ja, nix. Und Quetschekuchen? Quetschekuchen? Quelle, Querelen, Querformat. Nee, nix, her. Ich glaub's nicht, her. Jetzt gucken wir unter Gesangsverein. Moment. Xenon, Edelgas, Xaver, Vorname, nix mit Gesangsverein. Nix, Willi, nix. Kannst du mir mal sagen, warum ich die Dappi-Sprache lernen soll, wenn so viel Wetter auf Englisch gar nicht gibt? Erwin, stell dir folgende Situation vor. Was? Ich komme abends vom Gesangsverein heim und sag zu ihr, hör, ich hab das wie Kuh, mach mal einen Trollschopper und bring mir ein Stück Quetschekuchen. Ah, dann guck dir dich an wie ein Auto. Und das kann sie gerade in ihrer Garage stehen lassen. Die braucht nämlich gar nicht zu kommen. Das will ich aber auch sagen. Traune, zahle, drei Schalles für kurz in der Bluna. Experten am Stammtisch. Dummgebabbel ist gleich. Das kannst du aber laut sagen.